Grüß Gott, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zum Seelenkalender Rudolf Steiners. Wir sind nun in der 45. Woche, gezählt eben von Ostern weg, das ja ein bewegliches Fest ist und wir dann uns diese Wochen synchronisieren mit den zu fixen Daten erscheinenden Feste, wie Johanni Michaeli und das Weihnachtsfest. Und so möchte ich sprechen, diesen 45. Spruch des Seelenkalenders. Es festigt sich Gedankenmacht im Bunde mit der Geistgeburt. Sie hält der Sinne dumpfe Reize zur vollen Klarheit auf, wenn Seelenfülle sich mit dem Weltenwerden einen will, muss Sinnesoffenbarung des Denkens Licht empfangen. Wir befinden uns im Jahreskreislauf, eben kommend von der Wintersonnenwende hin in das Frühjahr Richtung Ostern. Wir haben die Geistgeburt, die der Mensch auch jedes Jahr wieder mitmacht, wo unser Ich weiter erstarken und erkraften kann. Und es beginnt im physischen Erleben das Erwachen der Natur. Und diese Ich-Geburt, das ist die Geburt des Geisteswesen im Menschen, der Fähigkeit zu erreichen, zu erringen, Selbstbewusstheit. Und die Selbstbewusstheit tritt uns auf im Denken. Und das Denken hat die einmalige Fähigkeit, die der Mensch in der irdischen Inkarnation hat, dass es die Sinneswahrnehmung, die ihm zukommt, aus dem physisch-sinnlichen durch seinen Geist, durch sein Ich verbinden kann mit den Dingen, die sich durch die Wahrnehmungsobjekte aussprechen im sinnlich-physischen, aber im geistigen Sinn. So kommt ihm aus der Ideenwelt der Begriff des Dings, das er wahrnimmt, durch seine Sinne entgegen. Und er lebt es, er kann es aufleben lassen zu einer Vorstellung von der Wirklichkeit, indem er Geist und Physisches in sich auferstehen lassen kann. Darauf weist uns dieser Jahreszeitraum hin. Der Geist ist in uns geboren, die Ich-Geburt. Die physische Welt beginnt lebendig zu werden, an uns heranzukommen. Und unsere Seele kann das aufnehmen und so können wir erleben die Wirklichkeit der Welt. So sehen wir eben aus der Ich-Geburt kommend, wie im Menschen das Ich, der Geist, zur Individualität, zum Selbstbewusstsein erkraftet und das ihm aus der physisch-sinnlichen Welt entgegenkommende ergreifen kann. Rudolf Steiner hat uns auch gezeigt, die menschlichen Sinne, die er mit der Zahl 12 angibt, also 12 verschiedene Sinne, die wir im sinnlich-physischen, also als niedere Sinne, wie man sie auch bezeichnen kann, haben und dass wir durch geistige Arbeit, durch Arbeit an unseren Seelen- und Geisteskräften können höhere Wahrnehmungsorgane entwickeln. Und so wird das, was in diesem Zeitraum, den wir im Februar erleben, wo dieser Seelenspruch ja seine zeitliche Heimat hat, wir können in diesem Bereich des Wassermann erleben den Sinn, den Bewegungssinn. Und es gibt die Erläuterung, wie dieser Bewegungssinn zu einer Fähigkeit werden kann, die Empfindung des eigenen freien Seelischen, also durch die Geistgeburt angeregt, die Fähigkeit, uns als Individualität zu erleben.
Oder Steiner beschreibt das in dem Sinne der Bewegungssinn. Dasjenige, das da in uns vorgeht, indem wir durch Verkürzung und Verlängerung unserer Muskeln wahrnehmen, ob wir gehen oder stehen, ob wir springen oder tanzen, also wodurch wir nah wahrnehmen, ob und wie wir in Bewegung sind, das gibt, in die Se Seele hineingestrahlt, jenes Freiheitsgefühl des Menschen, das ihn sich als Seele empfinden lässt. Empfindung des eigenen freien Seelischen, dass sie sich als eine freie Seele empfinden. Das ist die Ausstrahlung des Bewegungssinnes. Das ist das Hereinstrahlen der Muskelverkürzungen und Muskelverlängerungen in ihr Seelisches. Der Mensch als Mikrokosmos bewegt sich mit der Erdensphäre, mit der Erde, mit den Wandelsternen durch den Makrokosmos in einer sehr komplexen, lemniskaten, schraublinienförmigen Bewegung. Und in dieser Bewegung kommen wir durch die Sternzeichen, durch die Fixsternhimmelszeichen, durch die Wesen, die aus diesen Bereichen auf uns wirken, in verschiedene Einflüsse, in verschiedene geistige und seelische Einflüsse, die auf unsere Geist- und Seelenentwicklung hineinwirken. Und so verwandelt sich die Seelenstimmung und die Geistesstimmung, in der wir leben, über den Jahreskreislauf. Und so sind wir vom Steinbock zur Wintersonnenwende hingekommen zum Wassermann, von einem Spiritualismus, also der Denkart, die Welt in detaillierten Geisteswesen sieht, zu einer Denkart, also es verwandelt sich sozusagen in diese Anschauung der Welt aus unserem Denken heraus, in ihrer Qualität etwas, hin zu dem, was man Pneumatismus nennt. Also, dass wir hinter der Welt, hinter den Weltprozessen, also mehr schon hineingehen in den Idealismus ein bisschen von dem Spiritualismus, wir sehen Weltprozesse, die von Wesen, von deren Zahl und genauerer Begrifflichkeit wir aber uns keine präzisen Gedanken machen. Also die Pneumatisten haben eine Sympathie für das Aktive, also das aus einer Idee heraus, aus einem Prozess herauskommende, das Tätige und Willensartige in der Menschennatur. Die Wesen, die Ideen haben und hinter den Weltprozessen stehen, sind aktive und handelnde Wesen. Es müssen daher individuelle Wesen sein. Es werden Geister in der Welt angenommen. Es ist nicht klar, ob eines oder mehrere Geistwesen in der Welt sind, aber es ist eine Geistlehre, die Le Lehre von einem Pneuma. Sie fragen den Spirituisten, warum da so viele Geister, warum da die Zahl anwenden, wenn doch das Wesentliche die Tätigkeit des Geisteswesens, der Geisteswesen ist. Und das sehen wir eben in dieser Stimmung, dass das nach der Geistgeburt, nach dem Erleben, dem beginnenden Erleben der Welt, wir in die geistige Tätigkeit hineinkommen. Und die Geistestätigkeit, die erlangen wir in der Fähigkeit, die wir als eine der 12 Tugenden sehen, dass Verschwiegenheit wird zur Meditationskraft. Also das, was uns in uns geistig lebt, in uns zu halten, es willentlich im Geiste zu bewegen, es noch nicht in die Umgebung hinaustönen zu lassen, sondern erst in sich wirken zu lassen, es weiterzuentwickeln, unter der Kontrolle unseres Wollens so in Gedankenkontrolle zu entwickeln, Vorstellungen von der Welt, und das wird dann, dass wir eben die Gedanken mit dem Willen durchdringen zur Meditationskraft. Und das ist ein im Gleichgewicht befindlicher Mensch, der also das, was ihn rhythmisch aus der Welt im Sinnlichen und dann aus dem Geistigen entgegenkommt, in sich wirken lässt, so dass er zu seiner eigenen individuellen Vorstellung davon kommt. Also
das, was uns die Stimmung der Sternzeichen sagt, begrenztes, sich opfere, grenzenlosem, was Grenzen vermisst, es gründe im Tiefen sich selber Grenzen. Also wir erkraften uns selbst als Individualität, indem wir unsere Ich-Kräfte anwenden, so verstärken und dadurch zu einem selbstbewussten Wesen werden, das die Fähigkeit hat, Vorstellungen sich von der Welt zu bilden, die der Wirklichkeit entsprechen. Zum Abschluss spreche ich noch einmal diesen 45. Wochenspruch. Es festigt sich Gedankenmacht im Bunde mit der Geistgeburt. Sie hält der Sinne dumpfe Reize zur vollen Klarheit auf, wenn Seelenfülle sich mit dem Weltenwerden einen will, muss Sinnesoffenbarung des Denkens Licht empfangen. Vielen herzlichen Dank.